Danke. Also es ist ja eigentlich ein Impuls wiederum, und zwar im Rahmen der Geräteinitiative haben wir ein Projekt gestartet, das ich euch gleich vorstellen möchte, indem ich meinen Bildschirm freigebe. Und das sollte man jetzt einmal so sehen, und ich starte gleich die Präsentation. So, also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Im Rahmen der Geräteinitiative haben wir in Kooperation der BH Wien, der KPH Krems und der BH Niederösterreich versucht, eine Art sehr niederschwelligen Laptop-Führerschein zu kreieren, der die Schulen, die Lehrerinnen im Klassenzimmer, die Schülerinnen bei der didaktischen Implementierung im Rahmen der Geräteinitiative eben begleiten kann, soll und visualisieren kann. Wenn man das ein bisschen verortet im Rahmen eines Schulentwicklungsprozesses, und das ist es ja mit der Geräteinitiative, dann seht ihr eine Anlehnung an Rolf und auch an Eichelmann, dass solche Prozesse ablaufen in Kommunikation und Kooperation von Schulorganisation, Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung und eben Technikentwicklung. Ihr wisst, dass wir zurzeit ziemlich kämpfen mit den Schulen im Rahmen der Technikentwicklung. Die Geräte werden ausgerollt, es geht um die MDMs, ja, wie werden die gewartet, wie wird das aufgesetzt und so weiter. Es ist auch eine große Herausforderung an die Schulorganisation, die Verteilung der Geräte und die Administration und die Strukturierung. Und es gibt eben große Herausforderungen für die Lehrerinnen selbst, im Unterricht diese Geräte zu nutzen, sinnvoll zu nutzen. Und dazu gehört eben Unterrichtsentwicklung und Personalentwicklung. Und genau das ist unser Ziel und Thema mit diesem sehr niederschwelligen Angebot, die Geräte einzuführen, beziehungsweise in diesen ersten Phasen, in diesen ersten Monaten dann auch im Unterricht zu nutzen. Und dazu haben wir diese Digital Level Up License eben entwickelt. Dann noch einmal die Ziele. Es geht um eben die didaktische Implementierung der mobilen Geräte. Es geht um Hilfestellungen und Impulse für Klassenteams, für die Kommunikation mit den Schülerinnen, aber in der Schulorganisation auch und mit den Eltern. Und was beinhaltet das Projekt? Also eine adaptierbare Checkliste zum Abhaken, die jede Schule individuell für sich oder jedes Team sogar individuell für sich eben adaptieren kann und nutzen kann. Es gibt Arbeits- und Lösungsblätter sowie Erklärvideos, also Begleitmaterialien. Es gibt zusätzliche Links und didaktische Hinweise. Es gibt Urkunden zum Ausdrucken für die drei Levels. Und es gibt eben Linksammlungen auf Padlets, die wir zusammengetragen haben. Ich habe schon gesagt, diese License, die besteht eben aus drei Level. Das erste Level ist eben mein Gerät nutzen und schützen, Regeln halten, Inhalte im Netz suchen und Quellen angeben. Das zweite Level, da geht es mehr um Textbearbeitung und Präsentationen erstellen, Apps für den Unterricht zu nutzen und Lernplattformen zu nutzen. Und im dritten Level geht es vor allem um Kooperation und um Medienproduktion gemeinsame. Hier seht ihr diese Startseite, so wie sie derzeit aussieht. Und ihr seht also, für jedes Level gibt es ein eigenes Padlet mit eigenen Pfaden. Und darüber hinaus gibt es auch noch für jedes Betriebssystem Anregungen, also für Android, iOS und Windows-Tablets, die ebenfalls auf Padlets gesammelt sind. Und natürlich einen Lehrerinnenbereich und einen Quellbereich für weitere Materialien und Urkunden und deresgleichen. Wie sind diese einzelnen Levels aufgebaut? Die beinhalten immer drei Bereiche, nämlich wie in Anlehnung an das Dachstuhldreieck. Der erste Bereich ist, wie funktioniert mein Gerät und was kann es? Also das wäre so der technische Bezug, die Bedienung des Gerätes, digitale Kompetenzen. Der zweite Bereich wäre eben zugehörige Regeln und Vereinbarungen
Workflows vereinbaren. Das wäre also der soziale Bezug mit Regeln und Verhaltensweisen. Und der dritte Bereich ist eben, wie verwende ich Programme und Apps inhaltlich? Also ist der inhaltliche Bezug und die Anwendungen. Dafür gibt es in jedem Level eben Anregungen und Begleitmaterialien. Ich möchte euch das gern zeigen am Beispiel dieses Level 1. Zu Beginn erhalten die Schülerinnen und die Lehrpersonen immer einen Überblick, worum es da besonders geht. Also ihr seht, im Level 1 geht es mein Gerät in Betrieb nehmen, nutzen und schützen, meine Dateien ordnen, Regeln Umgang mit meinem Gerät benennen und einhalten, mein Passwort schützen, respektvoll im Internet umgehen, Bilder und Inhalte im Internet suchen und Internetquellen angeben. Also der inhaltliche Bezug wäre hier eben die Suche und Recherche. Und dafür gibt es dann mit PowerPoint-Präsentationen so Checklisten und Angebote, eben ihr seht es da mit Arbeitsblättern, in denen zum Beispiel hier beim technischen Bezug die einzelnen Kompetenzen genannt werden, aber auch Vertiefungen in den anderen Levels. Und das können dann die Schülerinnen abhaken und kommen so zu einer Visualisierung dessen, was sie alles schon können und einüben. Das zweite ist der soziale Bezug eben hier mit Regeln und Verhaltensweisen dazu. Auch hier wieder um Arbeitsblätter oder Links oder Erklärvideos. Und das dritte wäre der inhaltliche Bezug. Wie gesagt, da geht es vor allem um Suchmaschinen, Kindersuchmaschinen, aber auch die Frage schon nach Urheberrecht und vor allem auch der Ordnerstrukturen. Darüber hinaus gibt es dann zu jedem Level noch extra Badges. Und diese extra Badges beziehen sich einerseits auf eine Vertiefung für Kids, die da schon mehr können, mehr wollen. Und auch soziale Badges immer mit dem Bezug, dass Kids anderen Kids helfen, also dieses Peer Learning und Lernen durch Lehren, wenn man so will. Und das wäre also so ein Level-Durchgang. Der zweite Level ist jetzt da wiederum den Überblick, den ich hier jetzt nur noch einfach so hergegeben habe, eben mit Textgestaltung, Präsentationengestaltung und Apps im Unterricht. Und dann der dritte Level, wo es darum geht, mit anderen gemeinsam zu arbeiten. Welches Konzept steckt dahinter? Es soll keine Paralleldidaktik sein, so quasi zur digitalen Grundbildung, sondern soll sich da einfügen. Deshalb seht ihr da auch immer die Bezüge zur digitalen Grundbildung, technisches Problemlösen, Informations-, Daten- und Medienkompetenz und Sicherheit, zum Beispiel in diesem Level Up 1. Aber es hat den Fokus auf die konkreten mobilen Geräte, die in der Schule eben verwendet werden. Insofern lässt sich das also gerne integrieren, natürlich diese License in die digitale Grundbildung, je nachdem wie diese praktiziert wird an der Schule, aber auch darüber hinaus. Ich habe schon gesprochen von den Begleitmaterialien. Hier seht ihr das zum Beispiel zum Thema Ordnungssysteme. Die sind natürlich digital verfügbar, sind auch digital ausfüllbar, aber auch eben in Printversionen möglich. Es gibt immer ein Lösungs- und Hinweisblatt für Lehrerinnen mit weiteren Ideen der Umsetzung. Und das ganz rechts, da seht ihr da ein Arbeitsblatt zum Thema Netiquetten, Emotions, und Emojis. Ich habe schon gesagt, es gibt dann, wie gesagt, weitere Arbeitsblätter, dann beziehungsweise Padlets, die das Ganze vertiefen. Hier seht ihr auch die einzelnen Bereiche im Level 1 und die zusätzlichen Materialien, die man dazu eben nutzen kann. Und ebenso habe ich ja gesprochen von diesen Padlets für Betriebssysteme und da seht ihr ein Beispiel fürs iOS-Betriebssystem, also für die iPad-Tablets, mit vielen Anregungen, die über die License auch hinausgehen.
Wie kann man das jetzt sich vorstellen in der Begleitung von Schulen? Wenn ihr euch vorstellt, ein ganzes Schuljahr, in dem diese Geräte ausgerollt werden, und diesen Schulprozess euch anschaut, dann gibt es eben die Vorbereitung, die wir ja alle schon hinter uns haben seit letzten Jahr, nämlich die Wahl der Geräte und des Betriebssystems. Dazu wäre es natürlich wichtig, Elternabende zu haben, Eltern zu informieren, die Infrastruktur vorzubereiten, Strategien zur Implementierung zu entwickeln. Das ist großteils schon passiert. Eine weitere Phase, idealtypisch wäre ja gewesen, die Geräte zu erproben, einfach durch die Lehrpersonen. Das ist in der Regel leider Gottes nicht passiert, aus zwei Gründen. Erstens einmal sind die Geräte ja erst gekommen. Zweitens einmal gibt es eben keine Geräte oder nur wenige für Lehrpersonen, was eben schade ist. Ja. Das Dritte wäre ja dann dieser Unterricht, diese Geräte dann im Unterricht zu nutzen, nämlich einmal auszuprobieren, im Kleinen, im Fachunterricht. Eine vierte Phase wäre dann der didaktische Austausch oder Anregungen, die man vielleicht versucht, gemeinsamer umzusetzen, vielleicht auch in kleinen Projekten. Und dann in eine, wenn man so denkt, im Sommersemester, ja, in eine Reflexion und Dokumentation zu kommen und hier dann die Digitalisierungskonzepte und Medienziele weiterzuentwickeln und zu adaptieren in Richtung auch dritte Klasse, beziehungsweise die neuen ersten Klassen, die dann wieder Geräte bekommen und so weiter. Ihr wisst das eh. Wenn ich jetzt da diese Digital Level Up License verorten möchte, so wäre das natürlich ideal schon bei der Erprobung, auf alle Fälle dann aber beim Unterricht und bei der Didaktik in diesen Phasen kann die Digital Level Up License sicher unterstützend wirken. Ja. Das wäre dann schon das Ende meiner Präsentation. Ich möchte aber noch gerne auch hinzufügen, dass ein Grundgedanke bei uns der war, dass wir uns mit diesem Modell zwei Zielrichtungen besonders auch haben, in der Begleitung auch, die pädagogischen Hochschulen durchführen können, wie auch immer durch Webinare oder deresgleichen kann man natürlich diese einzelnen Levels dann gut begleiten bzw. Inputs geben zu den jeweiligen didaktischen Anregungen, zu den Tools im Sinn von weniger ist mehr eigentlich. Und was wir uns davon erhoffen, ist eine Art Rhythmisierung, dass es eben auf Seiten der Lehrerinnen, dass die diese didaktischen Anregungen und Tools in ihren Unterricht in einer gewissen Phase dann zu dem Level einsetzen und umgekehrt die Schülerinnen im Unterricht immer wieder mit den ähnlichen Tools und didaktischen Konzepten dann konfrontiert sind und es so auch zu einer Art Einübung auf Seiten der Schülerinnen anhand dieser Digital Level License eben kommen kann und so zu diesen Kompetenzen, die ich da euch vorgestellt habe. Wie kommt man zu dieser Digital Level Up License? Ist in Kooperation mit dem Ministerium natürlich entstanden und mit dem OERD und auch der virtuellen BH. Und über diese Möglichkeiten kommt man dann auch zu dieser License. Natürlich ist alles OER und ihr könnt das, wie gesagt, jederzeit auch verändern und für die Schule selbst anpassen. Ja, das wäre also meine Vorstellung und ich bin gerne bereit für irgendwelche Fragen von euch. Herzlichen Dank, Herr Steiner, für den Vortrag. Das klingt alles super, diese License. Und jetzt kommt eine Frage vom Plenum, nämlich, ob man den Zugangslink zu den Materialien posten kann, bitte im Chat. Ja, dazu, ja genau, muss ich eins sagen, wir sind noch im Progress quasi und ich bitte euch da wirklich noch einmal ein bisschen Geduld. Wir haben vor, mit Ende November das alles zu befüllen und dann werden wir das auch mit OneSidern und über die Kanäle
eben veröffentlichen und dann kommt sie alle Materialien zur Verfügung. Okay, super. Wir Wie sind findet man dann einfach den im Link? Hintergrund. Den findet man eben auf der Digitales Lernen beim ÖRD zum Beispiel und über Aussendungen. Wir sind da auch in Kooperation mit den anderen BHs in Österreich und ich bin überzeugt, dass dann jede Schule eine Information bekommt. Ja, bitte da ein Hinweis. Vielleicht könnte jemand von der Arbeitsgruppe oder Sie auch ans E-Education-Team beziehungsweise direkt an mich dann eine kurze Info schicken, weil dann können wir das auch im Newsletter aussenden. Gerne, gerne, das mache ich gerne. Außerdem, ich habe es jetzt da anscheinend nicht dabei, meine Schlussfolie. Gerne auch sich wenden an michael.steiner@bhwien.ac.at. Ja, können Sie das bitte nur im Chat posten, Ihre Adresse? Ja, Und ich ich schreibe mir werde das da dazu. es. Super. Ja, da lese ich gerade über den E-Education Newsletter, wäre auch super. Ja, also ihr findet es sicher dann über verschiedenste Kanäle. Wie gesagt, es gibt ja auch den von der virtuellen BH, den Newsletter und so. Und wir werden das also sicher gut verbreiten und hoffen, dass es euch wirklich auch hilft und unterstützt. Wie Super. gesagt, Ziel ist eine niederschwellige Einführung. Ja. Herzlichen Dank nochmal. Danke für die Mühe und danke auch fürs spontan Umstellen auf virtuellen Workshop, virtuellen Beitrag. Genau, wir bleiben jetzt im virtuellen Raum 2, da ist jetzt Pause und um 12 Uhr geht es dann wieder weiter mit dem nächsten Beitrag. Ich freue mich, wenn wir uns dann jetzt in einer Stunde wiedersehen und danke nochmal an den Herrn Steiner und an alle, die teilgenommen haben. Schöne Mittagspause.